Aus welchem Material besteht eine Wiesenegge? Je nach Bauart unterschiedliche Materialien. Das Material, aus dem eine Wiesenegge angefertigt wird, unterscheidet sich von Modell zu Modell. Unter anderem ist es auch abhängig davon, ob die Gerätschaft als fertiges Gestell erworben wird oder ob eine eigenhändige Konstruktion in Erwägung gezogen wird. Eine selbst zusammengebaute Wiesenegge wird erfahrungsgemäß am liebsten aus Baustahlgitter hergestellt. Das hat den Grund, dass es sich sehr leicht verarbeiten lässt und dennoch die erforderliche Stabilität und Robustheit aufweist. Auch kann sie mit Hilfe von Ketten hergestellt werden, die eine gewisse Menge an Eisenringen oder manchmal auch Stahlringen miteinander verbindet, wobei auf der einen Hälfte kleine Zacken angebracht sind. Diese Zacken ersetzen die Zinken. Die zweite Hälfte der Ringe ist glatt. Weitere Möglichkeiten. Es ist auch eine Version von einer Wiesenegge bekannt, bei deren Hauptbestandteil es sich um stählerne Platten handelt, die an der Unterseite mit angeschweißten Zacken ausgestattet sind. Seltener findet man Blechplatten vor, da sie instabiler sind und sich in ihrer Form und Festigkeit bei Erschütterungen verändern. Viele verfügen auch über Gusssterne, die jedoch nicht von jedermann gewollt und begehrt sind. Die bereits erwähnten Ringe bieten hier die ideale Alternative. Das Ursprungsmodell der Wiesenegge wurde aus Holz gefertigt, doch heutzutage bestehen diese Geräte aus viel festerem, stabilerem und wetterbeständigerem Material, zumeist aus Stahl.